Ja, wir haben Thema gestrichen. So, das war bei den Choose Your Weapon Gaming News. Wir schauen uns die Woche vom 21. bis zum 27. September an und es kommt nicht so wirklich arg viel raus. Am Donnerstag, den 24.09. gibt es FIFA 16. Yay! Also im Prinzip aufpoliertes FIFA 15 für jegliche Konsole und deine Mutter da draußen. Das war's für diese Woche. Es kommt nicht wirklich arg viel raus. Wir schauen mal, ob es bei den Indie Games ein bisschen mehr gibt. Indie Now. Nicht zu vergessen. Weil wenn ich nicht Indie Now sage, weißt du ja nicht, dass der anfangen soll. Bei den Indie Games haben wir ein paar interessante Releases, und zwar alles Neuauflagen von Spielen, die schon raus waren im Prinzip. Das erste Spiel heißt Sharp Shot und das war auch mal ein Game Jam Game und jetzt gibt es eben das Full Release dazu. Das ist ein 2D Local Multiplayer Shooter Deathmatch Game, würde ich mal sagen. Also mit Jetpacks rumfliegen und eure Freunde schießen. Ist es auf Steam raus und kostet 8 Euro. Das zweite Spiel heißt Pumped BMX Plus und ist eine Neuauflage von Pumped BMX, wie der Name schon sagt. Das war ein Handy-Game, ein ziemlich cooles 2D BMX-Game. Und der Vorgänger war ja in so ein bisschen einer Vektor-2D-Optik gehalten. Und das Spiel ist jetzt in 2,5D, also 3D-Grafik, 2D-Gameplay. Und ja, einfach mit BMX rumfahren und Tricks machen. Super cooles Spiel auf jeden Fall, kostet 8 Euro. Und das kostenlose Spiel der Woche ist wieder mal ein Game Jam Game, heißt Delicious Cortex. Und man spielt im Prinzip einen Lich King und kann eben Zombies und Minions beschwören. Und die denen dann sagen, hey, geht mal rüber und macht meine Feinde fertig. Aber es sind halt Zombies, die sind ein bisschen dumm, die machen vielleicht nicht immer das, was man ihnen sagt. Links unten in der Beschreibung. Und apropos Zombies, jetzt kommen wir zu den News. Mattwurst ist tot. Der wohl erfolgloseste Call of Duty-Spieler aller Zeiten starb beim Versuch, mit dem Messer zu no-scopen. In weiteren News, wisst ihr, wer noch ein Scumbag ist? Konami, die stellen nämlich alle AAA-Games ein, außer PES, Pro Evolution Soccer. Was ich schon ein bisschen weird finde, weil es eine japanische Firma ist und die ein Fußballspiel weitermachen. Ich meine, es ist wahrscheinlich billig und bringt viel Kohle ein. Jetzt ist nur die Frage, ist es wirklich auch die Wahrheit? Denn es hat eine französische Webseite berichtet, Gameblog Frankreich. Sie sagen, es ist eine unbekannte Quelle oder eine Quelle, die sie nicht preisgeben wollen. Es werden ein paar Stimmen laut, die sagen, dass es vielleicht Kojima-Richtung irgendwie ist. Wer weiß, also kann natürlich auch sein. Schauen wir einfach mal, was es in Zukunft gibt. Das würde natürlich bedeuten, dass es kein Silent Hill, kein Castlevania, kein Metal Gear und all die guten anderen, Contra nicht zu vergessen, natürlich auch nicht mehr gibt. Hoffen wir einfach mal, dass es nicht wahr ist, wobei Konami ja auch gesagt hat, die wollen sich dann doch eher auf Mobile-Tablet-Games und Pachinko-Maschinen konzentrieren. Da merkt man halt, dass es wieder eine japanische Firma ist. Gucken wir einfach mal, ob es die Wahrheit ist. Alle Freunde von Dark Souls, die kriegen jetzt vielleicht die Gelegenheit, das neue Dark Souls 3 schon mal vorher ein bisschen anzuspielen, weil die Dark Souls 3 Netzwerk-Stresstest-Beta geht jetzt demnächst los. Kann man sich auf jeden Fall jetzt schon dafür anmelden und dann wird eben ausgelost, wer mitmachen darf. Nächsten Monat geht's los und genaue Infos über die genauen Daten, wann das ist, findet ihr unten im Link und ihr könnt euch da anmelden. Das Ganze wird voraussichtlich nur auf PS4 stattfinden, also ihr solltet eine PS4 haben, um zu machen. PC leider nicht. Also yay, Dark Souls 3! The Game Changers, die GTA-Entstehungsdoku, hat einen Shitstorm hervorgerufen, und zwar von Rockstar selber. Die lief im britischen Fernsehen und Rockstar sagt über Twitter, das ist voll gelogen. Das ist gar nicht so. Das ist eigentlich alles, was sie entgegenbringen können, weil keiner weiß es wirklich, ob es wirklich so ist oder ob es gelogen ist. Wie gesagt, auf Twitter Shitstorm losgetreten. Mehr Infos darüber findet ihr im Link unten. Die Sony Tokyo Game Show war in der vergangenen Woche und es gab ein paar interessante Sachen zu sehen, zum Beispiel Umbrella Corps, Resident Evil, ein Koop-Shooter im Resident Evil-Universum. Es wird definitiv kein Survival-Horror-Game, aber für einen Koop-Shooter ist es dann so in die Richtung, denke ich, auch mal völlig in Ordnung. Ebenso auf der Tokyo Game Show wurde bekannt gegeben, dass das Project Morpheus, also Sonys VR Virtual Reality Project, jetzt PlayStation VR heißen wird, wenn es dann irgendwann mal launcht. Und was es kostet, ist auch schon bekannt. Es wird ungefähr so viel kosten wie eine PS4, also so ungefähr 400 Euro könnt ihr dafür einplanen. Kommt irgendwann in 2016 raus, genau, was gibt es dazu noch nicht, und 10 Launch Games haben. Haben wir wieder was gelernt diese Woche? Wir sehen uns nächste Woche. Haut rein! Warum müssen Vorteile immer böse sein? Es gibt wenig positive Vorteile. Weißt du, irgendwie so Vorteile so, Chinesen sind voll mit Schokolade. Der tut uns voll die Muskeln im Gesicht weg vom Lachen. Das ist voll anstrengend. Das ist voll scheiße. Ich habe voll viele interessante Spiele heute. Oh, FIFA? Ja. Und das war's? Das war's. für so ein Zeug kommt man in die Hölle. Aber heftig. Für so ein Zeug kommt man in die Hölle. Weißt du, ich muss ja schon mal sagen, ich bin schon ein bisschen enttäuscht. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du kein Spiel hast diese Woche, bei dem man mit einer AK auf Dinosaurier schießen kann. Wenn nur so ein Spiel rauskommen würde. Wenn nur so ein Spiel rausgekommen wäre. Ich hätte es auch, wenn nicht irgendwie.